Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glöckner Autowelt aktuell. Heute um das Thema Fiat. Fiat hat gerade auf dem Genfer Automobilsalon neue Fahrzeuge präsentiert. Der Fiat Fullback und den Fiat 124 Spider. Diese Fahrzeuge werden wir Ihnen im Laufe des Jahres hier noch präsentieren können. Fiat ist auch zurück in der Kompaktklasse mit dem neuen Fiat Tipo, den wir Ihnen heute im Detail präsentieren wollen. Hier ist er nun, unser neuer Fiat Tipo, im neuen, frischen italienischen Design. Den Fiat Tipo gibt es in drei Ausstattungslinien mit vier verschiedenen Motoren. Zwei Dieselmotoren, zwei Benzinmotoren. Bei 95 PS geht's los, bis 120 PS. Das Tolle an dem Fahrzeug ist auch sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehört eine Klimaanlage, elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorn, Funkfernbedienung der Zentralverriegelung und ein Radio. Es gibt ihn als Fließheck und als Limousine. Hier haben wir die Limousine mit einem riesigen Kofferraumvolumen von 520 Litern. Und jetzt kommt der Knüller. Den neuen Tipo gibt es bereits ab 11.990 Euro. Kommen Sie vorbei zu einer Probefahrt. Und gefällt Ihnen der Tipo genauso gut wie uns? Für diejenigen, die noch mehr Platz benötigen, haben wir ab September die richtige Lösung, weil da gibt es den Fiat Tipo auch als Kombi. Besuchen Sie uns einfach in unseren Betrieben auf der Donaustraße und Grenzstraße in Dresden. Zum Beispiel am 30. April von 10 bis 15 Uhr zu unserem Glöckner Servicefest. Wir freuen uns auf Sie!